Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zum PC-Building Simulator. Ich bin Matthias Gaming und ich freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Ja, zu einer neuen Folge. Erstmal muss ich sagen, ich freue mich total, dass ihr das so feiert und dass ihr das guckt. hätte ich nicht gedacht. Es kann eventuell sein, dass ich eventuell sogar, ich habe halt gelesen, dass das Spiel aus der Early Access geht ab 29.01. Und wenn ich jetzt halt so meine 2 bis 4 Aufnahmen mache, dann habt ihr ja immer diese Woche, ne? Also jetzt die Woche, die jetzt kommt, und die andere Woche habt ihr noch Aufnahmen. Und dann würde ja die neue, ja, dann würde das ja aus der Access, also Early Access raus sein. Das heißt, hier ist das Spiel frisch auf dem Markt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich dann einfach nochmal neu starte. Also ich weiß noch nicht, wie das dann läuft, ob ich dann noch auf der alten Version spielen kann, also auf der hier, ja, das müsste man dann mal abwägen. Und ansonsten würde ich noch mal neu anfangen, also dann würde ich da, also dann mache ich auch die letzte Runde. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon einmal angefangen wegen was Blödes oder wegen irgendwelche Updates, die gekommen sind, wo das was nicht mehr kompatibel war. Ja, und ich weiß auch gar nicht, was habe ich letzte Woche mal irgendwelche Grafikkarten oder so, ne, gekauft und was auch immer. Ich habe eine Grafikkarte neu gekauft. Alles klar. Warum habe ich eine Grafikkarte gekauft? Ich weiß gar nicht genau. War das jetzt für den Rechner hier? Also da ist kein Rechner. Ich hätte mir vielleicht nicht den Rechner kaufen sollen. Ich weiß auch nicht genau. Warum habe ich mir jetzt die Grafikkarte gekauft? Ich weiß noch nicht, war das jetzt für den Rechner hier? Also ich hoffe es jetzt, ich weiß das nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum ich den 960er gekauft habe, ich habe keine Ahnung. Karte eine 960, 60 Euro. Ja, warte mal, was ist da jetzt der Unterschied? 260, 3004. Ist das nicht kompatibel mit dem? Ach so, Entschuldigung. Ja, natürlich. 160. Ja, ich muss ja mal eben gucken. Den Stecker mal eben nehmen. Warte mal, Kabel reinstecken. Und den Kabel hier unten reinstecken. Und den Kabel hier reinstecken. So, und ich glaube, das ist wohl... Gut, dann mal meinen PC an. Ah, ich hoffe, das hat funktioniert. Ich habe jetzt bei den anderen jetzt gar nicht geguckt. Okay. Ich soll ja einen Benchmark noch ausführen. Hat das jetzt gereicht? Ich glaube nicht. Nein. Er hat den PC immer nicht aufgegeben. Also ich werde das wahrscheinlich auch aufgeben, hier, weil das wird sonst echt zu teuer. Und ich müsste mal gucken, ob ich mir hier eBay oder was holen soll. Oder Schmiebay, keine Ahnung wie das heißt. eBay, Schmiebay. Tool und Software. Muss ich mal gucken, gibt's das? Ist das schon freigeschaltet? Schnelles Schrauben? Nee, habe ich noch nicht. Stufe 6, schnelle Verkabelung. Aber kostet $2000, ne? Das ist echt krass, wo schneller Schrauben ist. Gibt es hier nicht irgendwie so ein Belichting? USB. Auf Stufe 8 freigeschaltet. Ein zusätzlicher USB-Stick für die Installation vom Betriebssystem. Oh, ein Programm. Zugang in einer wahrhaft existenten. Okay. Automatisches Anschlusswerkzeug. Okay. Na gut. Aber gibt es nicht irgendwie so das eBay-Ding? Upgrade auf schnelle Information, auf schnelle Installation, Verkabelung. Ach, da unten ist das. Da PC, ach, kostet 800. Ich weiß nicht, ob das noch gut wäre, ob ich das holen sollte. Ich müsste die Sachen ja irgendwann sowieso kaufen. Shop für angepasste Wasserkühlung. Ja, das auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt hier auch tunen möchte und alles, ne? Tuning Tool und das müsste ich dann auch mal gucken. Bauteile, Leistung. Ja, da kann man auch vergleichen die Leistung von Prozessoren und Grafikkarten. Ja, das ist das nicht sowas ähnliches wie das 3D-Benchmark da, was man da macht? Systeminfo. Verschaffe dir genaue Angaben über über die Systemleistung. Also ich könnte das ja eigentlich mal machen, ne? Das hier.
Okay, muss ich natürlich kaufen, aber weil das brauche ich nicht, das mache ich jetzt auch nicht. Und den USB-Stick habe ich schon. Ja, also so. Ich werde mir jetzt den anderen PC mal kurz ranholen. Was hat der denn hier? Der hat andere Grafikkarte aufrüsten. Der hat Viren beseitigen. Ja, guck mal, warte mal. Das kann ich. Viren beseitigen, das ist mein Markenzeichen. Das kann ich. Brauche ich nur einfach hier. Ja, ist ja kein Thema. Dann brauche ich sogar nicht mal hier was dran machen. Dann nehme ich nur meinen USB-Stick, mache da irgendwas rein und dann beseitige ich die Viren. Aber warum geht man damit zu einem Händler? Ja, und lässt die Viren beseitigen. Das verstehe ich nicht. Achso, warte mal, installieren muss ich noch mein Tool hier, mein USB-Stick. Der muss da noch rein, so. Und dann mache ich mal Strom an, ne? Strom braucht er. Und dann gehe ich hier mal rein, so. Geil, hat ein toller Disk-Deck. Tolles Disk-Deck, Alter. Hat da ein tolles Disk-Deck. MP3-Player bescheinigt, ne, 3D-Player schon brauche ich nicht. Virenscanner. Also wenn der Virenscanner wirklich so einfach laufen würde, also das sind nur die Installationen, aber wenn das wirklich so einfach läuft, das wäre schon echt geil. So, mal gucken, wie er das macht. Hm. Das ist ja gleich mal. Ja, es läuft. Ja, sehr gut. Zack, jetzt laufe ich den Virenscanner. Guck mal, zack, dann macht er einfach nur hier Wurm und fertig ist die Sache. Aber wenn das so schnell geht, dann brauche ich das auch nicht machen. Dateien säubern. Und schon ist der Computer geschützt und schon habe ich wieder Geld. Übrigens, das muss ich auch wieder rausnehmen und nur abstellen. Ja, den USB-Stick lasse ich drin, natürlich. Klar. So, das habe ich dann beseitigt. Und jetzt gibt es hier wieder ein Problem mit dem. Also wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich beseitigen. Was hat der für eine Grafikkarte drin? Wenn der auch eine 1050er hat, dann werde ich das auch weggeben. Nein. Also es sieht schon was aus, es ist eine MSI Radeon 370G. Radeon R9 370 Gaming 4G. Okay. Ich muss mal eben gucken. Im Shop, Grafikkarte. MSI Radeon. RX, ne, was hat der? R9, genau, R9 und dann 4G. Guck mal, er hat schon eine gute hier. 3G, 4G, es gibt auch schon 3G. Ach ne, guck mal, es gibt noch ein anderer. Weil er jetzt auf eine Nummer höher. Oder gleich auf zwei Nummern höher. Ja, dann würde ich ja fast sagen, ich nehme den dann, wa? Wie viel will er mir geben für den? Achso, den kann ich schon mal kassieren. Erstmal mache ich gleich. Ja, der will mir 225 geben, das beende ich. Achso, ich hab da die neue. Ja gut, ich. Nein. Er gibt mir nur 215. Dann kann ich ja theoretisch den Radeon. Er will ja nur aufgebessert haben. R9, warte mal, wo ist die R9? Scheiße. Da. Den hat er drin, 370 Dings. Und den müsste ich ja eigentlich gucken, ist die R9 3G oder sogar 4G, weil 215 gibt er mir. Genau, GTX 390. Was haben wir hier noch? Okay, das machen wir. Ich werde dann einfach den hier nehmen.
in den Warenkorb. So, in den Warenkorb. Club verlassen. Ich will noch eben hier die 1050er wieder einbauen. Strom wieder ausmachen, bitte. Ich baue nur eben seine 1050er wieder ein. So, wo ist die benutzte? Die. Füge ich da wieder rein. Kabel. Okay. Die und die. Ja, ich glaube, dann ist das, ne? So, zack. Und dann den da wieder rein. Dann mache ich das zu und dann gebe ich das auf. Der hier, ne? Genau, der bis zum 14. Den kann ich jetzt beenden. Was ist das? Hä? Das sind doch sogar... Weil das war doch seiner, oder nicht? Ja, wer fährt damit so? Neue Teile. Verwerfen. Ich habe ein paar Frühstinger bekommen. Okay. Ja, kann ich jetzt verwerfen. So, den kann ich eventuell noch kriegen. Das sind jetzt ein paar neue. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ach du Scheiße, nicht der schon wieder. Hazelie, ah nein. Vielen Dank, dass Sie versucht haben, meinen Computer zu reparieren. Allerdings musste ich nach Erhalt feststellen, dass er immer noch nicht wieder hochfährt. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich maßlos enttäuscht bin, einem Fachmann wie Ihnen die Grundzüge der Computerreparatur erklären zu müssen. Eine meiner Mitstreiterinnen in der Baumfreunde-Allianz hat mir allerdings gesagt, es könnte ein übelmeinender Geist verantwortlich sein. Echt jetzt? Viren beseitigen ist nicht wahr, aber den nehme ich an. Immer der Viere. Nein, nicht der schon wieder. Haben die Zeit, meinen Computer aufzurüsten? Könnten Sie die Leistung auf einen Wert von 2327 abzielen? Können Sie bis zum... Ja, ich probiere es auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es klappt. Keine Ahnung. So, bei dem Rechner muss ich ja nur jetzt noch kaufen auf Shop und dann einfach auch kaufen. Das sind 140, 75 plus 30, ja gut, das sind dann 60, ne, genau. Dann kaufe ich das mal und dann habe ich jetzt auch Systeminfos. Also von daher, das ist schon krass, 110 noch. Naja gut, dann habe ich das jetzt weg. Dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge wird. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Also ich habe auf Grafikkarte, ich muss mal gucken, wenn ich aufs nächste Level rumkomme. Das dauert dann noch ein bisschen, bis ich auf Level 6 bin. Da fahre ich jetzt runter, ausschalten. So, hier habe ich ja noch den Rechner. Ne? Genau, den Rechner habe ich ja nicht mehr. Genau. Den Rechner, da muss ich 3D-Markt ausführen, die Grafikkarte aufrüsten. Die habe ich ja jetzt gekauft. Eine Radeon R9 in 3G ist ja auf jeden Fall besser als alles andere. So, da habe ich nichts mehr. Ja, dann schaue ich mal in der nächsten Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge wurde. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Tisch kostet auch sehr viel. Da muss ich erstmal Level 8 erreichen. Hier brauche ich Level 6, um den zu erreichen. Aber ich habe den Tisch viel zu früh gekauft, finde ich. Das ist meine Meinung. Habe ich viel zu früh gekauft. Aber... Was will man machen, ne? Was will man machen? Was ist hier? Eine Lampe? Ja, gut, dann werde ich mal sagen, ich mach mal hier Licht aus, Spot an, ne? Ganz einfache Geschichte.
Licht aus und dann gehen wir nach Haus. Yay! Ach, wir müssen Betriebskosten am Montag bezahlen. Also, wir sind ja jetzt am Freitag dann. Ja, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge zum PC-Bildungssimulator. Ich hoffe nur, dass wir, dass wenn dann die Vollversion kommt am 29.02., dass wir nicht wirklich neu anfangen müssen, dass mein Speicherstand dann kaputt ist, also beziehungsweise defekt ist. Das müssen wir dann mal kurz gucken. Also das werde ich auch vorher mal austesten. Normalerweise wollte ich ja hier weitermachen, aber es kann passieren, wenn dann die Vollversion kommt, am 29.01. Ich kann es nicht allzu oft sagen, aber ich muss es sagen. dann muss man mal schauen, ob wir da weiterspielen können oder nicht. Oder ob ich dann wirklich neu anfange. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich würde sonst noch mal neu anfangen. Du sagst nicht. Aber ob ihr das dann gucken wollt, das ist dann eine andere Sache. Weil ihr habt ja eigentlich schon die Folgen gesehen. Aber ich müsste dann neu anfangen. Aber es gibt wieder eine neue Sachen, die hinzugekommen sind. Aber gut, das müsste man dann halt mal gucken. Ja, ich würde mal sagen, ich bin damit raus. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einmal eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge zum PC-Building Simulator. Ich bin damit raus, haut rein, bis dann und ciao.